Ja, sehr geehrte Stadträtin, sehr geehrte Stadträte, meine Damen und Herren, verehrte Gäste und Zuschauer. Lassen Sie mich bei diesem Bericht zum Einsturz der Corolla-Brücke eines voranstellen. Es wurde zwar schon oft gesagt, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Wir können alle zutiefst dankbar sein, dass trotz dieser unfassbaren Ereignisse keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Bevor wir in eine detaillierte Abarbeitung der aktuellen Situation kommen, will ich auch diesen Stadtrat nutzen, mich bei allen Einsatzkräften, allen Helferinnen und Helfern und allen Beschäftigten der Stadtverwaltung ganz herzlich zu bedanken. Mit großem Engagement, mit großer Umsicht ist es bisher gelungen, weiteren Schaden von der Stadt und ihren Menschen abzuhalten. Diesen Dank möchte ich im Namen aller hier Anwesenden ausdrücklich aussprechen. Mein Dank gilt auch den Dresdner Verkehrsbetrieben, die den ÖPNV fast nahtlos am Laufen gehalten haben. Und auch der Sachsenenergie, die trotz des Totalausfalls der Fernwärme auch nur wenigen Stunden fast alle Haushalte wieder versorgen konnte. Die Fakten zu den Ereignissen in der Nacht vom 10. auf den 11. September sind weitestgehend bekannt. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein großer Teil des Brückenzuges C in die Elbe gestürzt. Weitere Teile hängen derzeit in extremer Schräglage zwischen den noch stehenden Brückenteilen und dem herabgestürzten Bereich. Auch weitere Teile der Elbquerung hängen durch und sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk haben erste Sicherungsmaßnahmen unternommen. Abweichend von unserem sonstigen Protokoll habe ich die Amtsleitung des Brand- und Katastrophenschutzamtes, des Straßen- und Tiefbauamtes sowie des Umweltamtes gebeten, Ihnen im Anschluss einen kurzen Bericht zu geben. Wie Sie sich vorstellen können, ändert sich die Lage stündlich. Aus diesem Grund halte ich es für angebracht, dass die Fachexperten in der Stadtverwaltung den Stadtrat direkt informieren und wir nicht stille Post veranstalten. Dennoch gibt es einige allgemeine Punkte, die ich voranstellen will. Was sind die aktuellen Herausforderungen, von denen wir jetzt stehen? Unser Hauptaugenmerk liegt im Augenblick auf der Frage, ob und wie sich der Pegelstand der Elbe entwickeln wird. Die Wetterlage und die Niederschlagsmengen, die für die kommenden Tage in Mittel- und Osteuropa und für uns ganz entscheidend in Tschechien angekündigt sind, haben enorme Bedeutung für die Gefahrenlage vor Ort. Ein Hochwasser stellt für diese Stadt ganz generell eine große Herausforderung dar und jetzt insbesondere, wenn Brücke und Brückentrümmer eine erhebliche Zusatzgefahr darstellen. Zum einen könnten sich weitere Brückenteile lösen und in den Fluss stürzen. Zum anderen verändern schon die bestehenden Trümmer auch die Abflusssituation der Elbe. Dies kann letztendlich zu unvorhersehbaren Wasserverläufen und Schäden flussauf und abwärts führen. Andere Strömungsverhältnisse, Rückstau, nicht mehr gültige Gefahrenkarten und Beseitigung mit der so viel wie möglich von Abflusshindernissen, das sind die Herausforderungen, denen wir uns jetzt zu stellen haben. In diesem Sinne haben alle diese Entscheidungen oberste Priorität. Herr Herold wird es sicher noch detaillierter erläutern, aber wir stehen im ständigen Austausch mit den zuständigen Landesbehörden und auch mit den tschechischen Kollegen. Gleichzeitig haben wir entschieden, dass die hängenden Brückenteile vom Rest der Konstruktion getrennt werden müssen, um ein unkontrolliertes Ereignis zu verhindern. Wir werden gleichfalls versuchen, die labilen Brückenteile zu entnehmen und weitestgehend zu entfernen bzw. kontrolliert abzulegen, bevor sich die Pegelstände drastisch erhöhen. Dazu sind wir unter anderem mit der Bundeswehr im direkten Austausch. Ob und wie uns dies Unterfangen gelingt, wird sich in den kommenden Stunden entscheiden.
Meine Damen und Herren, gerade aufgrund dieser sehr dynamischen Lage haben Herr Pratzke und ich entschieden, den Stab für besondere Ereignisse neben den Strukturen der Einsatzkräfte hochzufahren und uns auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten. Hier werden wir alle Informationen bündeln und die notwendigen Entscheidungen treffen. Was wir parallel zu diesem akuten Themen veranlassen. Im Augenblick werden wir alle anfallenden Kosten pragmatisch aus den freien bzw. gesperrten Mitteln begleichen müssen. Wir werden weiter sehr genau untersuchen, wie wir die Straßen-, Fahrrad- und Bahnverkehr in der Innenstadt stabilisieren. Dazu gehört auch eine Prüfung, ob es sinnvoll ist, die Augustusbrücke wieder für den MIV zu öffnen. Es gibt einige Argumente dafür, aber auch einige dagegen. Aber es geht hier nicht um Schnellschüsse, sondern um eine ganzheitliche Betrachtung der Situation. Diese Betrachtung umfasst auch geplante Baumaßnahmen in der Stadt oder bereits begonnene Maßnahmen wie die am Körnerplatz. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, uns allen in der Verwaltung ist bewusst, dass einige riesige Fragen noch unbeantwortet im Raum stehen. Wie konnte das passieren? Und hat es Versäumnisse gegeben, die diese Katastrophe erst möglich gemacht haben? Es wird unsere Pflicht und Aufgabe sein, genau dies herauszufinden. Dies werden wir auch nicht allein tun, sondern ganz bewusst unabhängige Fachkompetenz von außerhalb der Verwaltung und auch außerhalb der Stadt selbst tun. Ich warne aber ausdrücklich davor, dass man jetzt mit gepflegten Halbwissen Analysen vornimmt oder Schuldige benennt. Jetzt und hier gilt es, die aktuelle Situation zu meistern und andere Fragen dann hinten anzustellen. Ich werde nun zuerst Herrn Dr. Katsch bitten, etwas zu der Situation aus Sicht der Einsatzgeschehen von gestern und heute zu sagen. Anschließend wird Frau Prüfer genauer auf die Situation an der Brücke selbst sprechen. Herr Herold wird uns abschließend über die aktuelle Hochwasserprognose und die Berechnung des Landesamtes für die Elbe informieren. Anschließend haben Sie, so wie ich schon ausgeführt habe, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gerne, wie wir schon gesagt haben, Fragen, die Sie eigentlich für die Fragerunde angemeldet haben. Natürlich zum Thema passend. Ich werde dies entsprechend moderieren und sage erstmal vielen Dank. Und darf Herrn Katsch bitten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich bin nicht nur in der Funktion des Amtsleiters hier, sondern hatte tatsächlich gestern auch A-Dienst, war also auch morgens um 4 direkt nach dem Brückeneinsturz mit an der Einsatzstelle und möchte Ihnen ganz kurz mal in den Einsatzabschnitten sagen, was haben wir in den letzten 2 Tagen gemacht, dass wir Sie einfach in die Lage holen. Ich werde jetzt nicht auf den baulichen Zustand der Brücke eingehen, sondern dann übergebe ich thematisch an die Frau Prüfer. Als wir also gestern Morgen eingetroffen sind, war unsere größte Herausforderung erstmal den Bereich zu sichern, eine Verkehrssicherung durchzuführen, dass also erstens nicht aus Versehen oder mit Absicht in diesen Gefahrenbereich eingetreten wird. In diesem Einsatzabschnitt werden wir unterstützt, also unser Ordnungsamt, der gemeindliche Vollzugsdienst wird unterstützt von der Polizei, von der Polizeidirektion Dresden. Da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit, dass wir hier also in den letzten 24 Stunden auch eine stabile Situation hinbekommen haben. Wenn wir über den Einflussbereich dieser Einsatzstelle sprechen, müssen wir auch an die sächsische Dampfschifffahrt denken. Hier haben wir auch einen ganz kurzen Draht, wo es insbesondere auch darum geht, auch bestimmte Dinge zu ermöglichen, dass der Betrieb nicht vollends eingestellt werden muss, sondern dass auch außerhalb der Gefahrenbereiche, also auch der Betrieb der Dampfschifffahrt, weiter stattfinden kann. In einem weiteren Abschnitt Medien, und dabei geht es nicht um Zeitungen oder das Internet, sondern insbesondere um Gas, Wasser etc., haben wir alle großen Versorger mit zur Einsatzstelle beordert. Beispielhaft möchte ich nennen die Sachsenenergie, den Notfallmanager, die Sachsennetze, die Stadtentwässerung, die Telekom war vor Ort, Vodafone war mit vor Ort und die Verkehrsbetriebe. In dem Bereich haben wir vor Ort geschaut, welche Auswirkungen hat denn diese Schädigung der Infrastruktur aufs Gesamtsystem. Der Herr Oberbürgermeister hatte schon gesagt, dass wir Schwierigkeiten mit unserem Wärmenetz hatten. Aus Feuerwehrsicht gucke ich natürlich nicht auf die Privathaushalte, sondern schaue, was machen unsere Krankenhäuser, unsere städtischen bzw. die anderen Krankenhäuser. Hier war es tatsächlich so, dass wir zeitweise im Betrieb von OPs beispielsweise Verzögerungen hatten. Aber das kann man auch feststellen, wir haben innerhalb kürzester Zeit auch in sehr guter Zusammenarbeit Sachsenenergie mit den technischen Leitungen der Häuser Lösungen gefunden, dass also der Betrieb nur kurzzeitig gestört war und wir wieder vollkommen eine vollumfassende Versorgung stattfinden lassen können. Das funktioniert also ausgesprochen gut.
Mit den anderen Medienträgern, Sachsennetze, Stadtentwässerung, schauen wir natürlich, welche Leitungen irgendwie betroffen wurden, dass wir hier also auch technisch unterstützen, um insbesondere auch die Versorgung der Dresdnerinnen und Dresdner dauerhaft sicherzustellen. Der nächste Einsatzabschnitt, den wir gebildet haben, ist der sogenannte Einsatzabschnitt Brückentechnik. Dabei geht es insbesondere darum, das Bauwerk an sich zu bewerten und zu überwachen. Hier ein großer Player ist natürlich das Straßen- und Tiefbauamt mit unseren vielen Brückenspezialisten und externen Beratern, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, unser ASB-Drohnenstaffel, das ist ja eine Dresdner Katastrophenschutzeinheit, aber auch das THW, was hier mit zwei Messsystemen vor Ort gekommen ist, wo wir also digitalisiert automatisch Brückenbewegungen einerseits dokumentieren können, aber auch andererseits einen Alarm auslösen können. Das ist also der Abschnitt, wo wir die Gebäudesituation oder die bauliche Situation bewerten, um daraus Dinge abzuleiten. In einem weiteren Brückenabschnitt, den auch das THW eigenständig führt, das ist der Einsatzabschnitt Brückensicherung, haben wir unterschiedlichste THW-Kräfte formiert. Das ist der Abschnitt, wo wir also tatsächlich technische Maßnahmen am Gebäude, an dem Tragwerk, wie auch immer, durchführen. Das natürlich immer in Abstimmung mit dem Straßen- und Tiefbauamt, also mit dem Abschnitt Brückentechnik. Dann haben wir einen fünften wichtigen Abschnitt, das ist der, den nennen wir bei der Feuerwehr immer Öffentlichkeitsarbeit. Hier geht es einerseits natürlich darum, die Bürgerinnen und Bürger hier zu informieren, dass auch die Bürgerinnen und Bürger vor die Lage kommen, dass wir also die Notwendigkeit von Anfragen an die Stadtverwaltung minimieren. Ich glaube, da sind wir inzwischen ziemlich gut, wie wir das getan haben. Wir konnten also relativ schnell auch über die sozialen Medien Informationen streuen. Die zweite wichtige Aufgabe in dem Bereich ist aber auch das Warnen. Der ein oder andere wird gestern Morgen um 6 geweckt worden sein mit einer kleinen Warnung, dass also das Fernwärmenetz gestört ist und dass man davon ausgehen muss, dass man kalt duschen muss. Das ist also auch ein Bereich, den wir hier sehr gerne mit abdecken. Das ist also die örtliche Einsatzstellenorganisation. Wir sitzen in der Runde mit den unterschiedlichen Fachberatern, Einsatzleitern auch im 2-Stunden-Takt regelmäßig zusammen, verteilen Aufträge, arbeiten Aufträge ab, schauen, ob wir Dritte mit hinzuziehen müssen. Das Landeskommando Sachsen ist seit gestern mit im Boot, also gestern waren die ersten 3 Kameraden der Bundeswehr mit vor Ort. Heute haben wir einen weiteren Termin gehabt, wo wir jetzt also auch evaluieren, welche Fähigkeiten, so sagt man das ja heute, seitens der Bundeswehr verfügbar haben, die wir bei uns auch zielführend einsetzen können. Ja. Abschließend möchte ich auch noch mal ein großes Dankeschön an unsere Stadtteilfeuerwehren, also an die Freiwillige Feuerwehr, ausrichten im Bereich der Einsatzführung, aber auch im Bereich der Versorgung werden wir hier also in der Lage sehr gut unterstützt. Und in dieser Führungsorganisation, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe, sind wir also in der Lage, relativ schnell auch auf Dinge zu reagieren und auf sehr kurzen Wegen, ja auch in der Stadtverwaltung Dresden, Entscheidungen herbeizuführen und, denke ich, auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt übergebe ich an die Frau Prüfer für bauliche Themen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte Sie zuerst über den aktuellen Zustand des Bauwerkes informieren. Der Brückenzug C ist mit allen verbliebenen Teilen, die noch oben liegen, akut einsturzgefährdet. Das haben die letzten Untersuchungen ergeben. Es hängt alles an einem seidenen Faden. Wir haben diese Brücke, die ja insgesamt aus 3 Zügen besteht. Sie sind miteinander verbunden an einer Stelle in der Mitte des Bauwerkes über einen Querträger. Der Querträger ist abgerissen bei dem Einsturz der Brücke. Auch liegen sie an einer Stelle, das ist der Pfeiler, wo das Graffiti immer drauf war, auf einem gemeinsamen Pfeiler drauf, der natürlich auch Bewegungen durch den Absturz erfahren hat. Wir haben festgestellt, dass auch der Zug B, der mittlere Zug, der für den Fahrverkehr freigegeben ist, wo der Verkehrsversuch stattfindet, Absenkungen aufweist. Wir sind im Moment dabei, diese Absenkung vermessungstechnisch aufzunehmen, sie abzugleichen, wie groß sind die Absenkungen. Wir sehen das auch an den Geländerzügen, die sich auf jeden Fall im 20-Zentimeter-Bereich voneinander entfernt haben. Von dem Zug A können wir jetzt im Moment nichts sagen, das werden die weiteren Untersuchungen ergeben. Dadurch, dass der Zug C stark einsturzgefährdet ist und egal, ob es eine Hochwasserlage geben würde oder nicht,
haben wir geprüft, ob wir diese verbleibenden Teile mit Stützen sichern können und sie oben halten können. Diese Variante haben wir heute früh verworfen, weil wir keine Gründung für diese Stützen finden und dann wieder im Hinblick auf die Hochwasserlage die Stützen ein zusätzliches Abflusshindernis darstellen. Wir haben uns entschieden, die Brückenzüge, die noch oben sind, auf der Neustädter Seite beginnend runterzuholen. Das ist einmal der durchgebogene Teil, den Sie dort sehen. Und in dem Zusammenhang dann auch der verbliebene Kragarm zum Widerlager hin, also das, was auf Neustädter Seite ist. Diese Arbeiten werden heute Abend starten. Wir haben alle Kräfte, so wie der Herr Kratsch das gesagt hat, zusammengeführt. Wir sitzen 17 Uhr zusammen, wir sitzen 18 Uhr heute nochmal zusammen, um alles zu beauftragen. Werden wir mit gebündelten Kräften Bundeswehr abgefragt, Unternehmen abgefragt, die sind alle vor Ort, die haben ihre Technologien entwickelt, die werden beginnen. Unterstützt vom THW und von allen Einsatzkräften vor Ort. Wir wollen versuchen, diese Teile runterzuholen und abzutransportieren, zertrümmert abzutransportieren. Die Technik ist unterwegs, ist auf dem Weg dorthin, sich dort zu positionieren, was im Vorfeld stattfindet. Wir müssen, im Moment sind die Schienen, die Straßenbahnschienen und die Fernwärmeleitung stehen derartig unter Spannung, dass wir die vorher trennen müssen. Das wird heute auch passieren mit einer kleinen Sprengung, die wir initiieren werden, die mit Unterstützung vom THW durchgeführt wird. Das wird heute in den Abendstunden passieren, da werden wir uns nachher weiter zu abstimmen. Die Untersuchungen zum Zug B und zum Zug A sind für uns jetzt in dieser Lage erstmal nachgelagert, außer dass die Vermessung läuft. Das werden wir weiter beobachten. Die Büros sind alle beauftragt. Das, was wir festgestellt haben, wir haben eine Drohnenbefliegung gehabt an der Schadstelle über dem Pfeiler, die weggebrochen ist. Wir haben festgestellt und uns heute früh das gemeinsam angeschaut, dass es zu einem Versagen der Spannglieder an dieser Stelle, jetzt kann ich erst mal sagen, kam an dieser Stelle. Wir haben gemerkt, dass Korrosion die Ursache sein könnte. Ich will das alles in könnte stellen. Und wir haben heute früh festgestellt, dass es in dem Gelenk, die Brücke ist ja gelagert und hat ein Mittelgelenk, wie man das draußen sieht, es ist ja so ein Gerberträger, der mit zwei Gelenken noch gesichert ist, dass ein Gelenk einen frischen Riss hatte und völlig versagt ist. Wir wissen nicht, in welcher Kombination das war. War nun das Gelenk zuerst oder die das Versagen der Spannglieder, das wird derzeit untersucht, da sind wir dabei und diese Untersuchungen laufen derzeit. Das sind die Sachen, die ich Ihnen jetzt zum aktuellen Zustand sagen kann. Wir werden heute auf der Neustädter Seite beginnen und morgen wird auch auf der Seite am Terrassenufer der Abbruch vorbereitet des verbliebenen Kragarms, der dort steht. Fahrzeuge werden vorher rausgeholt und das werden wir dann auch vorbereiten. Wir wollen vor dem Hochwasser mit den Teilen, die noch in der Schwebe sind, fertig sein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, von mir noch ein paar Ergänzungen zur aktuellen Hochwasserlage und zu den Überlegungen und Maßnahmen, die im Hintergrund laufen. Das Rebengebiet, was Sie alle schön verfolgen können in der Tagesschau, die Modelle haben sich alle angenähert. Es ist nach aktueller Prognose so, dass sich das Regengebiet, was sich vom Südosten vorwärts bewegt, nach aktueller Prognose die Österreicherinnen und Österreicher am härtesten treffen wird in den nächsten 72 Stunden. Nach aktueller Prognose werden im Einzugsgebiet der Elbe, also Riesengebirge, Moldau-Einzugsgebiet, weniger Niederschläge erwartet. Aber auch diese Wassermassen reichen aus, um Richtung nächster Woche ein kleines Hochwasser an der Elbe auszulösen. Die Werteprognosen sind natürlich bekanntermaßen hier noch sehr ungewiss. Das liegt einfach daran, dass der Regen, der das beeinflusst, gerade erst fällt.
und es maßgeblich darauf ankommt, an welcher Stelle er im Einzugsgebiet fällt. Da können wirklich 20 bis 50 Kilometer nördlicher viel ausmachen. Aktuell rechnet das Landeshochwasserzentrum, wird wahrscheinlich morgen den Hochwassernachrichtendienst eröffnen. Es gibt jetzt noch keine Prognose. Die Modellierungen oder die Abschätzungen schwanken aktuell, wenn wir es vom Pegelstand abdrücken, zwischen 5 und 8 Metern. Nochmal zur Erklärung, Alarmstufe 4 sind immer die 6 Meter. Und wie gesagt, von Durchflussmengen und von Pegeln wird Richtung Mitte nächster Woche zwischen 5 und 8 Metern etwas dabei rauskommen. Wie der Oberbürgermeister gesagt hat, sind wir mit den Kolleginnen und Kollegen, auch den tschechischen Kollegen, rund um die Uhr im Austausch und werden dies natürlich jeden Tag dann aktualisieren. Wir richten uns aktuell bzw. planen für ein Hochwasser HQ5, HQ20. Das sind Hochwasserlagen an der Augustusbrücke von 6,50 bis 8 Meter. HQ20 sind 8,20 Meter ungefähr. Das haben wir jetzt seit gestern früh über die Kollegen der Landestalsperrenverwaltung und der Hochschule Nürnberg auch schon mal eine Modellierung anstellen lassen, was aktuell gerade das in der Elbe liegende Brückenteil bedeutet für unsere Hochwassermaßnahmen und Hochwasserabwehrpläne. Da haben wir vor einer Stunde die ersten Modellierungen vorgestellt gekriegt, die uns insoweit schon mal helfen, als dass die Kernaussage ist, dass auf den grundsätzlichen Pegel der Elbe keine signifikanten Auswirkungen auftreten werden. Es ist abzusehen, dass, wenig überraschend, das entsprechende Wehr, so wird es dann berechnet, was also das Teil der Brücke, was in der Elbe gerade an der Stelle liegt, wird umflossen werden und wird überflossen werden. Dadurch nehmen die Strömungsgeschwindigkeiten an den Stellen zu. Nach aktuellem Stand wird sich das aber hinter der Marienbrücke wieder nivellieren. Also wir werden insbesondere zwischen den zwei Brücken dort größere Auswirkungen haben. Der Aufstau aufgrund des in der Elbe liegenden Teils wird sich bis Albertbrücke, in Teilen sogar bis Waldschlösschenbrücke auswirken. Da gibt es, wie gesagt, jetzt bei allen Rechenungenauigkeiten erste Modellierungen, sodass wir uns gerade alle unsere Hochwassermaßnahmen und Hochwassermaßnahmepläne, die es ja gibt, anschauen werden, insbesondere für die Altstädter Seite im Oberstrombereich und die nächsten Tage anpassen. Zum Anstieg, die Kollegen der insbesondere bei den tschechischen Talsperren, die haben jetzt schon ein bisschen abgelassen, um sich auf das Niederschlagswasser einzustellen, sodass der Elbpegel, der aktuell ja immer noch so beim Meter ist, morgen langsam ansteigen wird, wird dann auch wahrscheinlich Freitag, Sonntag die 2-Meter-Marke erreichen, aber alle geschilderten Maßnahmen, die da geplant sind, sollten noch gut funktionieren und wird dann Richtung Ende des Wochenendes Richtung 4 Meter laufen. Vielleicht ist es auch erst am Montag, wie gesagt, die Unterschiede in den aktuellen Prognosen zwischen 5 und 8 Metern Mitte nächster Woche hatte ich schon genannt. Danke. Ja, erstmal vielen Dank allen Kollegen für Ihre Ausführung und wir starten damit hinein. Um Ihre Fragen zu beantworten und ich starte mal hinein und erstmal Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie hatten zwar gerade gesagt, wir sollten vielleicht erstmal warten, dass wir erstmal die notwendigen Maßnahmen machen. Dazu hatte ich dann auch noch ein paar Fragen. Aber es ist natürlich so, mir ist dann den N-Artikel vor 5 Jahren in die Hand gefallen und da ergeben sich natürlich doch Fragen. Nun sind das Dinge, die sind in der Zeit vor Herrn Kühn und sind auch in der Zeit vor Frau Prüfer geschehen. Aber ich glaube, man muss drüber reden und vielleicht ist Ihnen der Artikel auch in die Hände gefallen. Ich zitiere mal kurz, da wird das Rathaus zitiert, Ralf Schmidt-Lamontaine damals. Da geht es um die Brücke, der Rost hätte so stark gewütet, dass die Brücke
ohne weitere Eingriffe keinen Winter überstehen würde. Der Artikel ist von 2019. Ja. Und als Ursache werden schon damals eindringendes Wasser und Haushaltseinträge benannt. Das sind offensichtlich auch die Gründe, die wohl zum Einsturz der Brücke geführt haben. Da stellen sich natürlich Fragen. Die erste Frage, die sich da uns stellt, ist die, ob der jetzige Baubürgermeister von seinem Vorgänger über diesen Zustand der Brücke informiert wurde. Die zweite Frage dazu ist, bezogen sich die Aussagen auf alle drei Brückenzüge, also auch auf den jetzigen eingestürzten Zug? Dann ist die nächste Frage, welche Maßnahmen und Eingriffe wären aus damaliger Sicht zur Sicherung der Brücke notwendig gewesen und welche wurden seit 2019 tatsächlich vorgenommen? Und wenn sie nicht vorgenommen wurden, warum wurden sie nicht vorgenommen? Die nächste Frage ist, wurden bei den Brückenprüfungen seit 2019 abbrückelnde Betonteile und Bauteilrisse festgestellt? Das waren ja, wenn wir uns noch daran erinnern, die Dinge, die vor 5 Jahren da festgestellt wurden. Und dann haben wir natürlich auch das Problem, 2019, man hat es schon vergessen, wurde monatelang die Sanierung aufgeschoben. Der Beginn, weil man über Fördermittel diskutiert hat, im Nachgang muss man natürlich die Frage stellen, warum wurde uns das als Stadtrat nie mit einer Vorlage, sage ich mal, wenn man diese Äußerungen, die von der Verwaltung gegenüber der Presse getätigt hat, über die marode Brücke, wenn man die heute betrachtet. So, und jetzt nochmal zu einer technischen Frage, die ich mir gestellt hatte. Sind ja wohl die Spandlieder stark korrodiert gewesen und die Brückenbewährung. Wir haben ja die Brückenzüge A und B schon saniert. Sind denn diese Teile mit saniert worden oder sind da andere Maßnahmen gegriffen worden, weil sie sind ja teilweise im Beton eingeschlossen? Da hätte ich dann gerne mal eine fachliche Aussage. Dann noch so eine Idee oder eine Frage, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, wie wir das beim Bau der Albertbrücke hatten, dass man vielleicht nach dem Hochwasser mit einem Interimspfeiler an den neuralgischen Punkten vielleicht A und B wieder freigeben kann. Und ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen sollten, wir haben ja noch mehr solche Brücken. Ja, also wir haben noch mehr solche Brücken. Und wenn ich mich erinnere, ich bin jetzt seit fast das Urgestein im Bauausschuss, seit über 10 Jahren. Über die Carola-Brücke haben wir vielleicht außer vor 5 Jahren gar nicht so gesprochen, aber das Thema Nossener Brücke, da wurde geschweißt, da wurde Tempo 30 und. Und das noch viel größere Problem, die Königsbrücke, Straße, die Brücke am Industriegelände, wie soll damit jetzt umgegangen werden? Drohen uns dort hier zeitnah Sperrungen oder wie geht man jetzt damit um? Weil ich meine, das Risiko von solchen Brücken liegt jetzt auf der Hand. Und vielleicht noch eine letzte Frage, die geht so an Kollegen Katsch. Und welche konkreten Maßnahmen werden von der Stadt Dresden jetzt zum Schutz der Bevölkerung bei einem Hochwasser, was ja vielleicht sich nie ganz vorhersehen lässt, wie hoch es denn wird, getroffen werden? Danke. Also es waren jetzt sehr umfangreiche Fragen. Ich würde auch vielleicht bitten, Herr Kühn, wenn Sie starten wollen, dann Frau Prüfer, und dann wird man nochmal zu dem Thema Hochwassersituation da was sagen will, aber vielleicht vorneweg einen Satz sagen. Unsere wichtigste Aufgabe ist im Moment, weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden. Da ist jetzt alle Kraft der Konzentration drauf. Und Herr Kühn hat das auch schon vor, dass er natürlich regelmäßig auch im Bauausschuss darüber weiter berichten wird. Und insoweit wird nicht alles heute abschließend und vollumfänglich beantwortet werden sein. Aber wir können erstmal eine Sachlage geben. Und vielleicht, Herr Kühn, fangen Sie an und dann Frau Prüfer eine Ergänzung und dann. Ja, sehr geehrter Herr Böhm, mir liegen ja Teile der Fragen oder die wesentlichen Teile der Fragen jetzt nicht schriftlich vor. Meine Bitte wäre, Sie nochmal schriftlich zu übermitteln, weil wir ja im nicht öffentlichen Teil im Bauausschuss nächste Woche zum Thema Carola-Brücke umfangreich informieren werden und dann, denke ich, auf einen Teil der Fragen, auf die jetzt spontan nicht eingegangen werden kann, eingehen können. Ich würde mal mit dem Thema, danke, vielleicht können Sie es auch noch elektronisch, aber danke. Zunächst zu den Brücken generell. Wir haben, und dafür gibt es eine DIN-Norm, alle 6 Jahre eine Hauptprüfung bei Brücken durch entsprechend ausgebildete Bauwerksprüfer. Die letzte Prüfung hat bei der Carola-Brücke 2023 stattgefunden. Das ist das, was umgangssprachlich sozusagen als Brückentüff bezeichnet wird. Dort werden Zustandsnoten vergeben, 1 bis 4.
Und neben diesen Hauptprüfungen aller 6 Jahre gibt es alle 3 Jahre einfache Prüfungen und jährliche Sichtprüfungen durch Fachpersonal aus der Verwaltung, also die Abteilung Brücke beim Straßentiefbeamt. Und weitere Untersuchungen nach außergewöhnlichen Ereignissen, also beispielsweise Hochwasser, nach dem Weihnachtshochwasser. Jetzt über den Jahreswechsel gab es zum Beispiel weiter eine solche Prüfung. Wir haben insgesamt die Situation, dass wir 314 Brücken in der Landeshauptstadt in Baulast haben und diese wurden eben auf Basis dieser Prüfung so bewertet, dass 72% in einem sehr guten bis guten Bauwerkszustand sind, lediglich 4 finden sich in einem kritischen Zustand, Note 3 und schlechter. Im Bundesvergleich ist es so, dass 12% der deutschen Brücken im kritischen Zustand sind und gelten als sanierungsbedürftig und knapp 23% der Brücken in Deutschland weisen Mängel auf, die für eine baldige Instandsetzung erforderlich sind. Alle Brücken, die diese Zustandsnoten 3 haben, die also Handlungsbedarf ausweisen, sind Brücken, wo wir entweder im Hauptstraßennetz, entweder bereits in der Sanierung sind, so wie das eben beim Brückenzug A und B war, der Carola-Brücke, oder deren Baubeginne, deren Sanierung in Form von Ersatzneubauten bereits disponiert ist und auch mit Blick auf den nächsten Haushalt entsprechend eingeordnet ist. Das ist zum Beispiel die von Ihnen genannte Brücke über die Eisenbahn im Industriegelände, Königsbrücker Straße 2027, die Fabriesstraße im gleichen Zeitraum vorgelagert. Dafür wird Ihnen unlängst oder demnächst eine Vorlage sozusagen auch zugehen. Das heißt, die Vorlage, die dann eben zu beraten ist im Bauausschuss im Stadtrat. Und im Rahmen der Campuslinie die Nossener Brücke als Ersatzneubau. Wichtig ist nochmal zu wissen, es gibt keine zweite baugleiche Carola-Brücke. Diese Brückenbauwerke, die ich genannt hatte, jetzt gerade eben Fabriesstraße, Nossener Brücke oder über die Königsbrücker Straße, sind tatsächlich Spannbetonbrücken, aber mit einem anderen statischen System. Wichtig ist, dass diese Brücken alle ständig monitort werden, dass sie also überwacht werden. Einschränkungsmaßnahmen sind ja bereits eingeleitet worden. Also dort, wo die Brückenprüfung ergeben hat, dass dort Maßnahmen notwendig sind, sind sie vorgenommen worden. Bei der Brücke Königsbrücker Straße oder Fabriesstraße gibt es eine Einengung des Querschnitts über die Fahrbahn. Bei der Nossener Brücke Reduzierung. Hinsichtlich des Hinweises zur Sanierung der Albertbrücke vielleicht noch. Sie hatten ja auf diese Interimsbrücke, die neben der Albertbrücke errichtet wurde, hingewiesen. Dazu muss man sagen, dass die seinerzeit tatsächlich Teil des Planfeststellungsverfahrens war und dort also ein aufwendiges Genehmigungsverfahren nach sich gezogen hat. Insofern muss man das im Hinterkopf haben. Sie können aber davon ausgehen, dass wir, wenn es um die Carola-Brücke geht, auf einen Ersatzneubau, einen vollständigen Ersatzneubau hinzulaufen. Bisher war das so, dass die, will ich auch da die Zahlen nochmal nennen, beim Brückenzug A, haben wir Kosten gehabt von knapp 6,95 Millionen. Davon haben wir lediglich 1,1 Millionen Euro, wenn man so will, Förderung bekommen. Diese Förderung durch Lkw-Mautmittel, das heißt, wir bekommen ja als Kommunen einen kleinen Krümel von den Milliarden der Lkw-Maut ab, für die Verkehrsinfrastruktur, die Bundesfernstraßen sind, so wie das eben bei der Carola-Brücke ist. Brückenzug B haben wir komplett selber finanziert, 5,25 Millionen. Beim Brückenzug A hatten wir eine Förderung beantragt, diese ist aber nicht bestätigt worden. Und beim Brückenzug C, die Vorlage kennen Sie, ist ja auch Anfang des Jahres durch die Gremien gegangen, mit Beschluss des Finanzausschusses, die Investitionsvorlage am 8. April
Dort sind wir ja von 8,5 Millionen ausgegangen, wo wir auch 1,17 Millionen Euro Mautmittel, die wir eben über einen Verteilerschlüssel als Kommune bekommen, verwenden wollten. Wir haben seinerzeit deutlich gemacht, dass wir die Baudurchführung der Brückeninstandsetzung vor dem Winter 24/25 beginnen wollten, um eine Schadenszunahme der Spannglieder durch eindringendes Wasser und Frost zu vermeiden. Deshalb hat eben auch nach dem Beschluss des Finanzausschusses unverzüglich eine Ausschreibung stattgefunden. Sie wissen, dass wir sowas europaweit ausschreiben müssen und dass das seine Zeit an der Stelle auch dauert. Soweit erstmal meine Ausführungen. Frau Prüfer kann, denke ich, noch ergänzen. Dann will ich noch mal versuchen, kurz auf Ihre Fragen einzugehen. Der Zeitungsartikel aus dem Jahre 2019, wo ich die Grundlage jetzt nicht kenne, hängt aber damit zusammen, dass man unterscheiden muss bei diesem Bauwerk zwischen vorgespannter und schlaffer Bewehrung. Das, was an Betonabplatzungen dort geschildert war, war in dem Bereich der Kappen, dass man festgestellt hat, dass die Betonüberdeckung nicht mehr da ist. Das passiert an manchen Bauwerken, dass der überdeckende Beton runterfällt. Es hat nichts mit den Spanngliedern zu tun an dieser Stelle. Sie hatten auch noch gefragt, was macht ihr denn, wenn ihr den Zug B und A saniert? Diese vorgespannten Brücken, man kann in diese Spannglieder schlecht reingucken. Das muss man auch sagen. Es gibt eine zerstörende Methode, um reinzugucken. Das kann ich nur punktuell an einer Stelle machen. Da habe ich nur eine Momentaufnahme, um zu sehen, wie ist der Zustand in diesem Hüllrohr von den einzelnen Litzen, die vorgespannt sind. Oder man kann es auch messtechnisch machen, aber auf Grundlage dieses vielen Eisens in dieser Brücke würde man nur an der Oberfläche Aufnahmen kriegen und nie tief rein in die Brücke. Wir machen also, und das ist im Rahmen der Brückenprüfung und so war es auch am Zug B und A, wir räumen die Brücke ab, die Dichtung ist ja das A und O der Brücke. Wir kontrollieren die Risse und die Risse werden verschlossen. Durch die Risse dringt Wasser in das Bauwerk ein und damit auch in die Hülsen können Sie die gefährden der Spannglieder. Das wurde am Zug A und B gemacht. Ich will Ihnen auch sagen, wir hatten nach dem Hochwasser Ende 2023 jetzt im Anfang 2024 nochmal eine Sonderprüfung an allen Elbbrücken veranlasst, auch an der Carola-Brücke. Und der Zug C war unser bester Zug, deswegen wurde er von dem Zustand am letzten saniert. Wir können sie ja auch nicht alle parallel sanieren, das funktioniert ja nicht. Und wir hatten hier Mitte 2020 die letzte große Hauptprüfung gehabt an diesem Bauwerk. Und wenn wir diese Schäden erkannt hätten oder wenn der Prüfbericht das gesagt hätte, aber es kann niemand in die Spannglieder dieser Brücke reinschauen. Das ist das Problem. Wir haben hier zwischen 1996 eine grundlegende Sanierung der Brücke gemacht. Wir haben die Lager ausgetauscht an dieser Brücke in den Jahren. Wir haben Chloridentzug gemacht an dieser Brücke, auch nochmal als Maßnahmen. Wir waren hier sehr tätig in der Unterhaltung dieses Brückenbauwerkes und man kann auch die Carola-Brücke nicht mit den vorgespannten Brücken aus ihrer Zeit an der Königsbrücker Straße vergleichen und in der Budapester, die Brücke Budapester Straße ist kein Vergleich möglich. Dort haben wir an der Carola-Brücke einen rechnerischen Nachweis auch geführt. Das hatten wir auch beauftragt, der ein Vorankündigen in solchen Fällen anzeigt. Das, was wir an dem Bauwerk 9 im Zuge der Königsbrücker Straße nicht haben, deswegen dieses strenge Monitoring und diese Einschränkungen, weil nicht genügend schlaffe Bewehrung obendrauf ist, die in einem Versagensfall das Bauwerk noch halten kann. Das sind die Unterschiede. Man muss sich jedes Bauwerk einzeln anschauen und wir werden im Bauausschuss da nochmal genau informieren. So, und jetzt zum Thema Hochwasser und Vorbereitung, Frau Jenichen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben jetzt ganz aktuell vom Umweltamtsleiter gehört, dass die Hochwasserlage sich jetzt verdichtet und wir eben ab Mitte der kommenden Woche ein Hochwasser zu erwarten haben. Die Prognosen sind, wie es immer
in der Zeit vorher ist noch sehr unklar und werden sich dann in den nächsten Tagen verdichten, und dazu wird die Stadtverwaltung natürlich informieren. Generell gilt, es sind alle Schutzmaßnahmen so vorzubereiten, wie immer bei solchen Hochwassern, mit der Ausnahme dessen, dass natürlich durch die Brückenteile im Wasser, Frau Prüfer hatte das Herangehen geschildert, das ja mit uns abgesprochen ist, jetzt im innerstädtischen Bereich, Herr Herold sagte, wir können das in den Auswirkungen bis auf die Marienbrücke begrenzen, Veränderungen erfordern. Das wird ja jetzt nochmal untersucht und nachmodelliert, und danach werden in diesen betroffenen Bereichen auch die Schutzmaßnahmen ganz genau bestimmt und ausgerichtet. Das werden wir jetzt über das Wochenende klären, dazu alle Beteiligten entsprechend informieren. Und wir würden gerne die Umweltausschusssitzung am Montag, an der ja alle Stadtratsmitglieder teilnehmen können, über die Ausschussmitglieder hinaus nutzen, um Sie dazu auch nochmal aktuell zu informieren. Herr Katsch hatte ja auch schon berichtet, dass die Freiräume in den betroffenen Bereichen freigeräumt werden. Das Gute bei einem Elbhochwasser, was sozusagen von außen kommt, ist ja, dass wir die Vorwarnzeit haben. Insofern können wir diese Zeit nutzen und stellen uns jetzt bereits sehr gut auf. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, wenn zwei solche Ereignisse zusammenfallen, mit Hochwassern muss man immer rechnen, mit der Brückensituation hatten wir nicht gerechnet, stellen sich natürlich alle Fragen der Funktionsfähigkeit und des Zustandes der öffentlichen Infrastruktur von Brücken und Straßen bis hin zu Uferbewehrungen an Gewässern ganz neu, und das werden wir auch nochmal neu bewerten müssen, glaube ich. Vielen Dank bis dahin. So, wir machen da mal weiter, und vielleicht sollten wir darauf achten, Fragen knapp und auch Antworten knapp, weil die Kollegen müssen dann auch wieder in die Lageberatung. Aber jetzt zunächst Herr Lorek und dann Herr Lazinski. Funktioniert nicht so ganz aus. Ich hatte eine Frage ja eingereicht gehabt mit zwei Nachfragen. Eine Frage hat sich ja schon geklärt. Wir haben also gehört, die Spannglieder sind gerissen. Und die letzte Prüfung der Brücke hatte also im vergangenen Jahr stattgefunden. Meine Frage ist, was hatte denn die Prüfung der Spannglieder zu dieser Zeit ergeben? Oder haben wir da nur die Antwort bekommen, wir können das nicht prüfen, wir wissen nichts, wir müssen einfach dort warten, bis die Brücke einfällt? Zweite Frage, gibt es eine Möglichkeit, diese Spannglieder zu warten? Also das Reißen dieser Brückenteile, dieser tragenden Teile zu verhindern? Dritte Frage, Herr Bürgermeister, ich gebe Ihnen vollkommen recht, geht darum, weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden. Aber bitte nicht durch die Leute, die den Schaden zu verantworten haben. Herr Kühn, meine Frage, wann treten Sie zurück? Also, wie gesagt, die Ursachenforschung und was dafür verantwortlich ist, das machen wir. Das habe ich auch in Aussicht gestellt. Das werden wir mit aller Nachdruck tun, aber jetzt gilt es erstmal, wie gesagt, den Schaden, weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden. Jetzt waren Fragen gewesen. Herr Kühn oder Frau Prüfer, wer möchte es? Frau Prüfer, bitteschön. Spannglieder kann man nicht prüfen. Spannglieder sind fest im Beton eingebunden. Sie sind mit ihren Litzen, die dort drin sind, auch noch mit Beton verpresst. Das, was wir aber gucken können und das, was unsere Möglichkeit ist, und das tun wir im Zuge der Bauüberwachung, sind die Risse zu kontrollieren. Das ist Teil der beauftragten Prüfungen, die Rissbreitenkontrolle. Da gibt es Grenzwerte, die eingehalten werden müssen, die von Jahr zu Jahr kontrolliert werden, und das tun wir. Und hätten wir sowas dort festgestellt, dann hätte man gehandelt. In dem Prüfbericht gab es keine Beschränkung, dass die Brücke einsturzgefährdet ist. Genau. Sie können nicht an die Spannglieder schauen. Sie können nur die Risse sehen. Und das Rissbild, wir werden sicherlich in jedem Bauwerk sehen, wir Risse, es kommt auf die Grenzbreiten. Und die Grenzbreiten der Risse, die können wir Ihnen jetzt hier nicht darlegen. Da müssen wir Ihnen den Briefbericht einreichen. Dann können Sie sich den anschauen. Genau. So, das werden wir natürlich auch alles dann später alles weiter auswerten. Aber so ist erstmal die Sachlage. Jetzt Herr Lazinski.
Herr Lorek, wir schreien ja nie wild in Ihrem Raum rum. Jetzt ist ja Linzinski am Mikrofon und der ist jetzt mit seiner Frage dran. Ja, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Ich hatte mal eine Frage zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen. Da sieht es ja so aus, dass bereits am 27.01.2022 der Stadtrat die Sanierung des Brückenzuges C beschlossen hat, also konkret natürlich nur die Vorplanung. Allerdings damit verbunden auch Haushaltsmittel für das Jahr 2024 in Höhe von 4,7 Millionen. Jetzt sind 2 Jahre und 8 Monate vergangen. Jetzt wird dann mittlerweile ein Baubeginn von 2025 kolportiert und die einzigen Bauaktivitäten, die jetzt auf der Brücke stattgefunden hatten, waren Markierungsarbeiten zugunsten eines Verkehrsversuches. Deshalb stelle ich mir schon jetzt die Frage, was eigentlich die Ursachen für die Verzögerungen waren seit 2022. Die jetzt zu einem verspäteten Baubeginn geführt haben und inwiefern, sage ich mal, bei einem planmäßigen Verlauf vielleicht dieses Unglück hätte verhindert werden können. Weiterhin würde ich auch nochmal auf dieses Gutachten eingehen. Sie hatten es ja gesagt, scheinbar hat 2023 eine neue Hauptuntersuchung dieser Brücke stattgefunden. Da gab es ja die vereinfachte Untersuchung im Februar 2021, die ja schon attestiert hat, dass es freiliegende und korrodierende Bewährung an den Hohlkästen und an den Gesimsen gibt und auch ein schlechter Zustand der Dichtungen im Gleisbereich schon bereits bei der einfachen Prüfung festgestellt wurde. Das Ganze wurde mit einer Zustandsnote 3 bewertet und ich hätte gern gewusst, welche Zustandsnote jetzt festgelegt wurde oder erkannt wurde und welche Schäden jetzt festgestellt wurden. Vielen Dank. Also, Herr Lazinski, Sie sind ja langjähriges Mitglied im Bauausschuss und wissen ja deshalb, dass der Stadtratsbeschluss zunächst auf Ebene der Vorplanung erfolgt. Das heißt, die Bauvorlage, nicht die Finanzvorlage, kommt auf Basis der Vorplanung. Und nach der Vorplanung schließen sich weitere Planungsschritte an, wo entsprechende Ingenieursbüros eingebunden sind, also Entwurfs- und Ausführungsplanung. Und dann müssen diese Bauleistungen noch vergeben werden. Europaweite Ausschreibung, das dauert ein halbes Jahr. Frau Prüfer hat schon deutlich gemacht, dass wir nicht gleichzeitig alle Brückenzüge sanieren konnten, weil aufgrund der Verkehrsbedeutung mit weit über 30.000 Fahrzeuge hier eingeschätzt wurde, dass wir das gleichzeitig nicht machen können. Und entsprechend haben wir dann, wie es Frau Prüfer auch schon ausgeführt wird, entsprechend der Zustände der einzelnen Brückenzüge agiert. Und deshalb war Brückenzug C, der jetzt dann anstand, ab Januar sollte es bekanntlich losgehen. Der Brückenzug B ist ja im März mit einer Verkehrsfreigabe freigegeben worden. Und ich hatte ja gesagt, dass wir vom Bauablauf war ein Baubeginn im Winter geplant, um eben die Abbrucharbeiten dann mit entsprechenden temperaturabhängigen Arbeiten wie Dichtungsarbeiten im Sommer stattfinden lassen zu können. Es gab also in dem Sinne keinen Zeitverzug, aber von Vorplanung bis einschließlich des Vergabeprozesses und wir sind hier ans Vergaberecht gebunden, vergeht einige Zeit. Wichtig ist auch nochmal zu wissen, auch das soll man nochmal sagen, die Brückenzustandsnote war ja 3 bis 3,4. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass eine Nutzeinschränkung des Bauwerks erforderlich ist, sondern vielmehr ein Indikator dafür, dass in näherer Zukunft eine Instandsetzung zu planen ist. Genau das haben wir ja gemacht. Wenn in der Bauwerksprüfung eine Beeinträchtigung der Standsicherheit oder der Verkehrssicherheit festgestellt wird, so werden natürlich selbstverständlich diese Maßnahmen getroffen, um die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten. Das ist bei den anderen Brücken, die ich genannt habe, passiert. Entsprechende Querschnittseinengung, Geschwindigkeitsreduktion. Noch in Ergänzung, Frau Prüfer, dann ganz kurz. Und dann darf ich schon mal aufrufen, Herr Scholbach und Herr Zastro sind die Nächsten. Kurze Ergänzung, der Zustand hat sich nicht verschlechtert nach der Sonderprüfung. Wir hatten ja in dem Zug C immer eine 3,0 gehabt an den Prüfungen. Und Sie hatten ja gesagt, bröckelnde Teile, das hatte ich schon versucht beim Herrn Böhm zu beantworten. Das ist das, was die Betondeckung ausmacht, der Beton, der an den Kappen und an der Unterseite des Bauwerkes, wo
Bewährung zu freigelegbar runtergefallen war. Das hängt damit zusammen, deswegen auch die Sanierung. Und warum so spät? Wir haben bis dieses Jahr im Mai dort gebaut. Wir haben das Geländer draufgesetzt auf dem Zug B und wir konnten nicht vorher mit dem Zug C starten, weil wir logistisch für die Baumaschinen, die arbeiten dann auch vom Zug B aus. Wir haben ja da die Gleise, wir haben eine ganz andere Situation auf dieser Brücke und wir müssen immer im Winter anfangen, wie Herr Kühns gesagt hat, um dann im Sommer die Dichtung bei idealen Temperaturen draufzubringen. Und wir waren erst mit dem Zug B jetzt im März, mit dem Geländer März, April fertig. Kurze Nachfrage noch. Wie gesagt, es wurde ja 2021 auch der schlechte Zustand der Dichtungen im Gleisbereich attestiert. Hat man dort irgendwelche Eingriffe vorgenommen, um, sage ich mal, Verbesserungen zu erzielen, oder hat man das laufen lassen? Diese Änderungen der Dichtungssachen waren jetzt Bestandteil dieser Ausschreibung. Also hat man seither nichts gemacht? Nee, es kann nur im Großen, wir müssen die Schienen runternehmen, es kann nur eine große Sanierung sein. Die Dichtung liegt unter diesen Schwellen. Sie müssen alles abräumen, um dann die Dichtung draufzubringen. Das kann nur im Zuge einer größeren Maßnahme passieren. So, jetzt Herr Scholbach und dann Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zunächst ist es richtig, dass jetzt die oberste Priorität liegen muss auf der Gefahrenbeseitigung und der Gefahrenabwehr und die Fragen der Aufklärung und gegebenenfalls zu ziehender Konsequenzen sich dann erst in einem späteren Schritt zu stellen haben. Deshalb möchte ich meine Fragen jetzt auch auf den folgenden Aspekt beschränken, und zwar auf die bereits sanierten Brückenzüge A und B, die ja dem Verkehr, dem motorisierten Individualverkehr dienen. Dort stellt sich folgende Frage: Welche Sanierungen qualitativ und Verstärkungen und Instandsetzungen wurden denn bei den Brückenzügen A und B vorgenommen? Was wurde getan, um die Standsicherheit dieser beiden Brückenzüge zu gewährleisten oder sogar ihre Belastbarkeit zu erhöhen? Denn es stellt sich ja jetzt die Frage nach dem Ausgeführten durch die Verwaltung. Sie sagen ja, man könne sich sozusagen unmittelbar diese Glieder nicht anschauen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie steht es um die Gefahren oder welche Gefahren gehen gegebenenfalls trotz der vorgenommenen Sanierungen auch von den Brückenzügen A und B aus? Ich denke, Frau Prüfer ist da gefordert, weil die das, glaube ich, auch profund nochmal erläutern kann, die Zusammenhänge bei der Brücke. Also durch den Einsturz des Zuges C haben wir eine ganz andere Lagesituation für die Züge B und A, die neu bewertet werden müssen. Also wir können Ihnen im Moment nicht sagen, was mit den Zügen A los ist. B, wissen wir, hat einen Schaden genommen, das haben wir schon gesagt. Durch diesen Einsturz, durch diese Wucht des Einsturzes und der Verschiebung des Überbaus an dieser Brücke. Das, was wir gemacht haben in den Jahren von 2019 bis 2024 an diesen beiden Zügen, hatten wir ausführlich in den Gremien vorgestellt mit unseren Vorlagen, was wir vorhaben. Wir haben im Vorfeld die Brücken kontrolliert, haben eine Ausschreibung vorbereitet. Es wird alles runtergeholt von dieser Konstruktion, was drauf ist. Das heißt, die Belege, die Kappen werden runtergenommen und es wird eine Grunddichtung gemacht, die natürlich einhergeht mit einer vorherigen Risskontrolle, ob man besondere Maßnahmen einleiten kann und muss. Wir hatten die Kappe verbreitert am Zug A, das wissen Sie, mit Carbonbeton. Auch schon aufgrund, was hält diese Brücke statisch noch aus. In der Verbreiterung kam nur der Carbonbeton in Frage, um die Gehwegssituation dort zu verbessern. Diese Maßnahmen wurden gemacht, Erneuerung Geländer, Beleuchtung, alles das, was in einem regelmäßigen, turnusmäßigen Unterhaltung von Bauwerken zu tun ist, hatten wir 96 dort gemacht.
und haben wir dann ab 2019 wiederholt. Ich möchte noch mal nachfragen. Also die Vorlagen, was Sie zu tun beabsichtigten, sind uns natürlich bekannt. Es stellt sich ja jetzt die Frage vor dem Hintergrund des heutigen Wissens und den Geschehnissen der letzten beiden Tage, was sozusagen bei den Brückenzügen A und B in der Tiefe gemacht worden ist. Inwieweit man dort mit den Baumaßnahmen dazu beigetragen hat, die Standsicherheit zu erhöhen oder auch nicht, wenn Sie das noch mal etwas ausführlicher bitte erläutern könnten. Also wenn die Standsicherheit im Vorfeld festgestellt worden wäre, dass die Standsicherheit dieser Brücke nicht gegeben ist, wären ganz andere Maßnahmen notwendig gewesen. Bei der Brückenprüfung unterscheidet man in drei Aspekten, die auch völlig unabhängig voneinander bewertet werden. Das ist einmal die Standsicherheit eines Bauwerkes, einmal die Dauerhaftigkeit eines Bauwerkes und einmal die Verkehrssicherheit. Und alle diese Punkte fließen in diese Bauwerksnote rein. Und schon wenn ich einen Schaden am Gelände an so einer Brücke habe und damit die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist, kann es passieren, dass ich eine schlechte Zustandsnote bekomme. Man muss sich also die Prüfberichte, die Zahl sagt in Summe nicht nur was außer Standhaftigkeit der Brücke, sondern setzt sich aus diesen drei Komponenten zusammen. Und wenn die Standhaftigkeit nicht gegeben wäre vor der Sanierung, hätte man andere Maßnahmen ergreifen müssen und das wäre in diesem Fall eine Verstärkung dieses Profiles, käme ja gar nicht in Frage, wäre damals schon ein Ersatzbau des Überbaus gewesen. Ne? Und das wären dann die Konsequenzen. Jetzt Herr Zastro und dann Herr Lommel. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, ich muss noch mal ein paar Fragen anknüpfen, vor allem an das, was gerade Thomas Laczynski gefragt hat, nämlich was die Verzögerung der Sanierung betrifft. Denn die Planung der Sanierung wird ja nicht vom Stadtrat gemacht, sondern schlagen Sie vor. Das heißt, Sie selber überlegen sich, wann auch im Lichte der Schäden und der Sanierungsbedürftigkeit was passieren muss. Ich kann mich in dem Fall überhaupt nicht daran erinnern, dass der Stadtrat zu irgendeiner Verzögerung geführt hat, denn wir haben ja im Januar 2022 damals eine Vorlage bekommen, die auch sofort entschieden worden ist. Das Eigentümliche wiederum an der Vorlage war, dass sie keine Finanzierung aufgewiesen hat. Das heißt, vom Amt her wurde uns eine Vorlage gegeben, die nicht ausfinanziert gewesen ist. Da wurde dann immer gesagt, es gäbe kein Geld, aber natürlich gab es Geld. Denn genau diese 7 Millionen waren für Verkehrsmanagement sofort da. Oder für die Verbesserung des Radverkehrssystems war es auch da. Das heißt, das Geld war ja da. Aber es stimmt also, Sie haben die Priorität nicht gesehen, es für die Sanierung der Brücke einzusetzen. In der Abwägung der Prioritäten war die Brücke, der Brückenzug C, also nicht so wichtig wie anderes. Ich will nur nachfragen. Dazu kommt, Sie haben gesagt, dass Sie nicht parallel bauen können. Frau Prüfer, klar, logisch. Aber Sie haben jetzt im August erst mit der Ausschreibung der Bauleistung begonnen. Jetzt. Also das hätte doch parallel passieren können. Das stört sich ja nie. Ausschreibung, Bau ist ja was Unterschiedliches. Das hätte man doch längst machen können. Weil im Überschlag hätte es ja womöglich dazu führen können, hätten wir 24 wie geplant angefangen, dass uns das Unglück erspart gewesen ist. Ich muss da so hart nachfragen, weil das schon entscheidend ist, wenn man die Prognose kriegt, dass es eine sanierungsbedürftige Brücke gibt und nur Sie als Fachleute wissen ja, was sanierungsbedürftig tatsächlich heißt. Ich will noch eine Frage stellen, weil das wird ja viel geungt hier in der Stadt und man kriegt ja jeder von uns irgendwie jetzt ganz, ganz viel schlaue mitteilen, was man alles gewusst hat. Deswegen will ich es konkret fragen. Es gab nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendwann im Amt die Theorie oder den wurde vorgebracht, dass die Brücke einstürzen könnte, dass es eine akute Einsturzgefahr gibt. Das, was man so liest, auch in Erinnerung an den Artikel aus dem DNN, heißt, ja, die Bauweise könnte schlagartig zum, wie es jetzt passiert ist, zum Einsturz führen. Dieser Fall wurde nie diskutiert, da gab es nie eine Warnung von jemandem oder so, weil da hätte man ja ganz anders handeln müssen, wenn es so gewesen wäre. Wir als Laien können das überhaupt nie einschätzen. Wir sind da als Stadtrat natürlich komplett darauf angewiesen, dass Sie das richtig einschätzen, wovon ich natürlich auch ausgehe. Das möchte ich auch wissen. Was mich noch interessiert ist, jetzt ganz praktisch, nach vorne geschaut, wir haben jetzt ein bisschen Verkehrschaos in der Stadt.
Wann, denken Sie, gibt es eine Verkehrsleitung, also Umleitungsempfehlungen für den Straßenverkehr? Weil momentan haben wir die noch nicht, logischerweise ist ja gerade erst passiert. Aber wann können die Verkehrsteilnehmer in Dresden damit rechnen, dass es Umleitungsstrecken gibt? Momentan sind ja noch nicht mal die Schilder abgehangen und sowas. Die Leute fahren ja trotzdem noch alle Richtung Carola-Brücke. Also wann ist das vorgesehen? Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, Augustusbrücke, wann genau fällt die Entscheidung, ob die Augustusbrücke für den Autoverkehr aufgemacht wird oder nicht? Ich glaube, das interessieren ganz viele. Vielen Dank. Also, soweit Antworten schon möglich ist, soll es gegeben werden. Ansonsten verweise ich nochmal darin, es sind wichtige Fragen, die Sie gestellt haben, Herr Zester, ohne Frage. Gilt es aufzuarbeiten, sowohl die Analytik zu machen, wie konnte es dazu kommen, und natürlich auch jetzt dann, wie können wir die nächsten Wochen und Monate gestalten. Das ist völlig d'accord. Ich weise aber nochmal darauf hin, die Kollegen arbeiten jetzt Tag und Nacht mit Hochdruck und das Wichtigste ist da erstmal Gefahrenabwehr. Und insoweit wird sich nicht alles heute und hier schon beantworten lassen, aber das, was da ist, Herr Kühn, können Sie gerne. Also Herr Sastro, Sie wissen als ebenfalls langjähriges Bauausschussmitglied, dass es zunächst eine Bauvorlage gibt und dann eine Finanzierungsvorlage, dass das getrennt ist. Die Finanzierungsvorlage kann auch mit dem Haushalt sozusagen bestätigt werden. Wir haben zu keinem Zeitpunkt ein Problem gehabt mit der Finanzierung, außer dass wir uns erhofft hätten für einen Teil der, in dem Fall war es der Brückenzug A, das habe ich ja ausgeführt, eine Förderung vom Land zu bekommen, die wir nie bekommen haben. Die Finanzierung war aber nicht das Thema im städtischen Haushalt. Also es ist nicht so, dass die Gelder nicht eingeordnet wurden. Ich habe vorhin auch ausgeführt, dass entsprechend in der Zeitkette die Ausschreibung so erfolgt ist, dass eben der Bauablauf, den Frau Prüfer jetzt nochmal wiederholt hat, Winter das eine tun, im Sommer das andere, im Winter abbrechen, im Sommer abdichten, zeitlich funktioniert. Ich habe auch ausgeführt, dass wir aufgrund des Bauwerkszustands in der Reihenfolge agiert haben und aufgrund der Verkehrsbedeutung keine Vollsperrung hatten. Ich will auch nochmal daran erinnern, dass wir weitere Brückeninvestitionen waren in den vergangenen Jahren ein erheblicher investiver Schwerpunkt. Wir haben die Albertbrücke komplett saniert, wir haben die Augustusbrücke komplett saniert. Man kann nicht alle Elbbrücken parallel gleichzeitig sanieren, das würde verkehrlich überhaupt nicht funktionieren. Wir sind an der Sanierung des Blauen Wunders dran. Dort haben wir ja 13 Millionen Fördermittel bekommen, haben jetzt seit 2 Jahren im Vergaberechtsstreit, der uns aufhält. Aber die Investitionen waren erste Priorität und auch Schwerpunkt im Bereich sozusagen Straßen- und Verkehrsinfrastruktur. Die Umleitungsführung ist so, dass der Kfz-Verkehr über die Albertbrücke umgeleitet wird. Das ist auch entsprechend ausgeschildert. Heute waren dazu auch noch Firmen unterwegs. Beim Terrassenufer ist es genauso wie bei Hochwasserereignissen, dass dann die Verkehrsführung über die Wilsdorfer Straße läuft. Am Montag wird sich das erste Mal eine Taskforce treffen, die sich mit der Verkehrsführung im Stadtgebiet ohne die Verfügung der Carola-Brücke treffen wird, weil wir werden über eine längere Zeit ja nicht diese Verkehrsführung in Nord-Süd-Richtung über diesen Verkehrszug haben. Das ist absehbar. Frau Prüfer hat gesagt, Brückenzug B hat einen erheblichen Schaden bekommen. Der wird nicht wieder für den Kfz-Verkehr geöffnet werden. Und ich gehe auch nicht davon aus im Moment, dass Brückenzug A wieder unter Verkehr genommen werden kann. Also wir reden über einen Ersatzneubau und der wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Also brauchen wir eine Verkehrsorganisation für die Zeit ohne die Brücke, für alle Verkehrsträger. Und hier machen wir uns jetzt schon Gedanken, natürlich auch mit Blick, Stichwort Adventszeit, erhöhtes Verkehrsaufkommen, ob im Kfz-Verkehr oder auch bei Bus und Bahn, wie wir das bewältigen. Und darum ist, wie der Oberbürgermeister gesagt hat, natürlich auch beispielsweise das Thema Augustusbrücke eins der Themen, die daran zu diskutieren sind. Aber es ist nicht nur kurzfristig ein Thema jetzt für, sagen wir mal, diesen Herbst und Winter, sondern natürlich für eine längere Zeit, wo diese Elbverbindung nicht mehr zur Verfügung steht. Und daran wird gearbeitet.
ob wir deine erste Information schon am Mittwoch im Bauausschuss übermitteln können, bin ich jetzt mal zurückhaltend, aber natürlich ist das jetzt neben der weiteren Schadensvermeidung mit Blick auf die Hochwassersituation, Ursachenforschung, das Nächste, was wir tun. Umgang mit der Verkehrssituation ohne die Brücke und natürlich schnelles Wiederherstellen dieser Verkehrsverbindung, die eine Lebensader für diese Stadt ist. So, an dieser Stelle, bevor wir dann weitermachen und gucken, wie weit wir dann vielleicht auch Fragen mitnehmen oder in den Bauausschuss dann vertagen, muss ich jetzt verabschieden, Frau Prüfer und Herrn Dr. Katt, die haben die nächste Einsatzberatung und Einsatz geht jetzt im Moment mal vor. Wir werden weiterhin natürlich mit Rede und Antwort stehen, aber die Kollegen müssen jetzt, wie gesagt, die nächsten Schritte vorbereiten, um eben die Sicherung vorzunehmen. Herr Lommel als Nächster. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, so ein paar Informationsfragen wären mal interessant noch, wo wir darüber noch nicht so viel gesprochen haben. Zunächst mal würde mich interessieren für die Schifffahrt. Wie ist es dort einzustufen, wie in den nächsten Wochen, Monaten die Schifffahrt darunter leiden? Dort passieren? Welche Benachteiligungen, welche Situationen finden wir da vor? Dann würde mich interessieren, gibt es bereits vom Freistaat Sachsen, von der Staatsregierung diesbezüglich Soforthilfemaßnahmen? Nächste Frage wäre, wie sieht es aus mit, ist es überhaupt finanziell alles abgesichert, was wir jetzt zu tun haben? Gibt es dort Sondermöglichkeiten? Vierte Frage, ich höre häufig in der Zeitung, und da kommt das so rüber, und vielleicht stimmt das gar nicht so, dass die tschechische Seite Sachen macht, die uns gar nicht gut tun und es gibt da gar keine Kommunikation. Und vielleicht stimmt das ja gar nicht, aber man hat so den Eindruck, naja, es ist denen eigentlich egal, was wir hier machen. Mich würde da mal auch interessieren, wie dort die Zusammenarbeit ist. Vielleicht ist es ja viel besser, als es sich aus den Berichten lesen lässt und ob da vielleicht auch noch eine Möglichkeit besteht, was Hochwasser und ähnliche Sachen angeht, das ein bisschen zu reduzieren, die Probleme, die wir bekommen. Vielen Dank. Zum Schifffahrt und auch zur Zusammenarbeit mit den tschechischen Kollegen wird gleich Frau Jenichen zu dem Thema Finanzen. Ist erstmal die erste Anweisung, ich hatte es vor uns auch gesagt, dass zur Gefahrenabwehr natürlich ich die Mittelfreigabe erteilt habe, die ersten, sodass die Kollegen arbeiten können. Und die weiteren Sachen im weiteren Fortgang werden wir natürlich dann auch, wenn es weitere finanzielle Notwendigkeiten geht, mit entsprechenden Vorlagen hier den Stadtrat dann bedienen. Aber jetzt zu den Fragen zur Schifffahrt und zum Hochwasser und zur Zusammenarbeit, Frau Jenichen. Also tatsächlich ist durch die Situation der einsturzgefährdeten Brücke die Wasserstraße jetzt an der Stelle gesperrt. Das geht gar nicht anders, ist klar. Es gibt aber Absprachen mit der Weißen Flotte, dass die sozusagen oberhalb und unterhalb fahren können und die haben sich jeweils dann auch entsprechende Liegestandorte gesucht. Und jetzt mit Blick auf eine potenzielle Hochwassersituation, die eben in dem betroffenen Bereich dann etwas stärker ist, werden von der Weißen Flotte bereits die Anlegestellen, die sie jetzt sowieso nicht nutzen können, beräumt, damit einfach Platz ist für das Hochwasser und es gibt eine ganz enge Kommunikation. Im Hochwasserfall selber, durch den gestiegenen Elbepegel unter den Brücken, ist dann, je nachdem wie hoch er ist, ohnehin kein Schiffverkehr möglich. Das ist sozusagen das laufende Hochwasserrisiko. Zur tschechischen Seite. Wir haben sehr enge Kontakte, sowohl die Landestalsperrenverwaltung, die Landesbehörden, als auch wir als untere Wasserbehörde mit der tschechischen Seite. Im Umweltamt gibt es mehrere Kolleginnen und Kollegen, die extra Tschechisch gelernt haben und auf der anderen Seite auch Leute, die Deutsch sprechen. Die werden auch jetzt wieder genutzt. Das, wie Herr Herold ja kurz berichtet hatte, jetzt die Talsperren in Tschechien geleert werden, um dann große Wassermengen aufzunehmen, führt dann ja zur Minderung der Situation bei uns und ist in unserem Interesse. Das ist abgesprochen und angemeldet worden und es ist sinnvoll, trotz der Brückensituation darauf nicht zu verzichten aus Sicht aller Beteiligten.
Also insofern kann ich nur sagen, die Zusammenarbeit ist gut. Wir müssen natürlich immer aktuell vermitteln, was geschieht. Und die Tschechinnen und Tschechen verhalten sich so, dass es uns nutzt. In der Situation, unsere Reaktionszeiten, unsere Vorwarnzeiten für die Hochwasserabwehr etwas verbessert, der Datenaustausch erfolgt stringent. So, die nächste Wortmeldung, Herr Engel und dann Herr Dr. Deppe. Ja, vielen Dank für die bisherigen Informationen. Finde es auch sehr vernünftig, dass Sie sich jetzt erstmal der Gefahrenabwehr auch widmen. Deswegen will ich an sich nur eine kleine Klarstellung noch mal haben, beziehungsweise ob ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kühn. Sie sprachen auf die Frage von Herrn Böhm von einem vollständigen Ersatzneubau. Das bezieht sich nach jetzigem Kenntnisstand auf alle drei Brückenzüge oder ist das noch, ist diese Aussage noch mit Vorsicht zu genießen? Und zum Zweiten würde mich vielleicht auch mit Blick auf den Oberbürgermeister interessieren. Man kann jetzt noch nicht alles wissen, es wäre auch vermessen, das jetzt hier einzufordern. Gibt es dann aber schon Ideen, wie der weitere Prozess einer, ich sag mal so, strukturierten Aufarbeitung, verwaltungsintern, aber auch im Wechselspiel mit dem Rat ausschauen könnte? Oder wann gedenken Sie uns da mal einen Plan zu skizzieren? Weil das ist ja ein Vorgang, ich sag mal so, mit der Tragweite, den hatten wir in unserer Stadt noch nicht. Und da müssen wir, glaube ich, schon nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen. Fangen Sie mal an und ich mache den zweiten Teil. Ja, vielen Dank, Herr Engel, für die Fragen. Also Sie haben ja durch die Ausführungen von Frau Prüfer und mir schon mitbekommen, dass der Brückenzug C, B, also C sowieso, ne, B auch erheblich sozusagen betroffen ist, verformt ist. Beim Lager des Brückenzug B hat versagt. Insofern sind die Schäden dort erheblich, sodass im Moment nicht davon auszugehen ist, dass dieser Brückenzug irgendwie noch verkehrlich wieder ertüchtigt werden könnte. Zumal man immer wissen muss, auch das ist schon ausgeführt worden, alle drei Brückenteile liegen ja auf einem Pfeiler. So, und ich bezweifle nach dem derzeitigen Stand, dass nach den Ereignissen ein Brückenprüfingenieur den Brückenzug A mit seiner Unterschrift freigeben wird. Und insofern reden wir über einen Ersatzneubau, sehr wahrscheinlich. Das ist jetzt sozusagen der derzeitige Stand sozusagen der Einschätzung. Und da will ich mal sagen, Sie kennen ja das Thema Ersatzneubau in Osnabrücke, wo wir auch zwei vierspurige Brückenteile haben und künftig ja mit Straßenbahn und allein sozusagen die Kosten des Ingenieurbauwerks dort mit den entsprechenden Verkehrsanlagen wären ja für die im Zuge der Campuslinie mit 100 Millionen, gut 100 Millionen geschätzt. Das ist die Größenordnung, über die wir dann bei einem Ersatzneubau mindestens reden. Davon muss man einfach ausgehen. Ersatzneubau erfordert grundsätzlich erstmal kein Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren, was ja bekanntlich mehrere Jahre allein in Anspruch nimmt. Aber so eine Brücke, so ein Verkehrszug muss zunächst erstmal geplant werden und dann realisiert werden. Insofern müssen wir von einem längeren Zeitpunkt ausgehen, wo wir in dieser Verbindung, an dieser Stelle zwischen Rathenauplatz und Carolaplatz keine funktionsfähige Verbindung haben werden. So, und zum zweiten Teil der Frage. Also heute taggenau vor 23 Jahren durfte ich in der Stadtspitze anfangen. Da denkst du, du hast schon alles erlebt, was es so gibt, aber man darf sich immer wieder eines Besseren belehren lassen. Insoweit habe ich natürlich alle Konzepte schon fertig in der Schublade da. Nein, Spaß. Aber mal ganz im Ernst, wie werden wir jetzt hineingehen? Also zunächst ist das jetzt natürlich verwaltungsintern, jetzt neben dem, dass wir jetzt die Stabssituation mit der Sondersituation des bevorstehenden Hochwassers, das ist eine Sonderthematik. Und wie gehen wir dann strukturell weiter? Natürlich wird das regelmäßige Berichterstattung in der Dienstberatung mit sich führen und es wird regelmäßige Berichterstattung im Bauausschuss mit sich führen. Das ist ja schon avisiert. Parallel, so wie ich es vorhin in meinen Eingangsworten gesagt habe, habe ich vor, und habe mir das jetzt auch mal die Tage nochmal angeguckt, auch ähnliche
bittere Ereignisse, die leider noch viel schlimmer gewesen sind. Genua zum Beispiel, wie sind die Kollegen vorgegangen, also unabhängige Kommission eingesetzt, das entsprechend aufzuarbeiten. Ich gehe auch hier davon aus, dass ich Ähnliches und so weit, habe ich das vor, habe ich Ihnen vor uns auch avisiert, vorzunehmen, sodass wir einen strukturierten Bericht darauf bekommen, was ist hier schiefgelaufen, wie konnte es dazu kommen. Und ich glaube wahrscheinlich nicht nur für uns, sondern für die ganze Republik, was lernt man daraus, zu erzeugen. Und damit werden wir Sie auch eng begleiten, damit einbinden. So, nächste Wortmeldung, Herr Dr. Deppe und dann Herr Lorig nochmal. Ja, vielen Dank für die bisherigen ausführlichen Auskünfte. Also wir haben ja jetzt gelernt, dass die Carola-Brücke wahrscheinlich der Vergangenheit angehört und das ist dann wahrscheinlich auch besser, wenn man dort eine Brücke hat, wo man so eine Blackbox mit Namen Spannliga hat. Deshalb muss unser Blick natürlich auf die anderen sanierungsbedürftigen Brücken in Dresden auch gerichtet sein. Da habe ich zunächst mal eine Frage, ob es eine weitere Brücke gibt von diesem Typ Spannbetonbrücke, wo also eventuell ähnliche Probleme warten könnten. Und darüber hinaus würde ich gerne wissen, ob jetzt angesichts dieser Situation Sonderprüfungen an den anderen sanierungsbedürftigen Brücken geplant sind. Wenn jetzt das Ganze normalerweise im Rhythmus von 6 Jahren läuft, dann ist das natürlich ein ziemlich langer Zeitraum zwischen solchen Prüfungen. Und da kann es ja vielleicht schon sinnvoll sein, wenn man eben diese Zeiträume verkürzt beziehungsweise Sonderprüfungen vornimmt, die dann eben eventuell auch zu bestimmten Einschränkungen bezüglich der Belastung dieser Brücken führen könnten. Eine spezielle Frage nochmal zum Blauen Wunder, ja eben auch eine dieser sanierungsbedürftigen Brücken und da haben wir leider die Situation, der Bürgermeister hat es erwähnt, dass wir eben seit 2 Jahren einen Vergabestreit haben. Ist absehbar, wann der zu Ende kommt, beziehungsweise gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diesen Vergabestreit oder die Entscheidung über diesen Vergabestreit zu beschleunigen? Also, auch wenn man jetzt ein bisschen sozusagen, also ein Teil der Frage, Herr Dr. Deppe, habe ich versucht schon vorhin zu beantworten. Also vom Prinzip ist es so, wir haben weitere Brückenbauwerke, die Spannbetonbrücken sind, aber die ein anderes statisches System haben. Das ist eben die Brücke über die Königsbrücker Straße, also Industriegelände Eisenbahn. Das ist die Nossener Brücke. Das ist die Fabriksstraße, das ist auch die Budapester Straße. Alle diese Brücken werden sozusagen rund um die Uhr überwacht, gemonitort. Wir haben ja in Dresden, ich will mal sagen, hervorragende, auch im internationalen Vergleich bestehende Expertise. Das jährliche internationale Brückenbausymposium ist das Treffen, wo weltweit die Ingenieure herkommen. Wir haben ja mit Professor Marx, mit Professor Kurbach sozusagen, wenn man so will, die Koryphäen der Branche, die uns hier unterstützen, eben jetzt nicht nur bei der Carola-Brücke, sondern eben auch beispielsweise bei der Brücke Industriestraße oder eben auch Budapester Straße. Insofern findet dort eine durchgehende Überwachung und Monitoring statt über entsprechende Sensoren, die dann ausschlagen, wenn eben beispielsweise Bewegung im Bauwerk ist. Ich hatte auch gesagt, dass es ja zwar eine Hauptprüfung gibt, die alle 6 Jahre stattfindet, aber dann eben auch nach den entsprechenden DIN-Normen alle 3 Jahre einfache Prüfung und eben die Sonderprüfung, die ja eben gerade zum Weihnachtshochwasser auch stattgefunden hat. Die Frage, ob wir jetzt Sonderprüfungen jetzt aufgrund dieses Ereignisses an diesen genannten Brücken durchführen, diskutieren wir. Ich bin morgen früh bei der Abteilung Brücke beim Straßentiefbauamt. Das ist eins der Themen, die wir natürlich intensiv besprechen werden. Insofern nehme ich Ihre Frage an der Stelle auch nochmal mit, weil Sie natürlich jetzt auch spätestens sozusagen beim Bauausschuss am Mittwoch, denke ich,
nochmal beantwortet werden kann oder zumindest ein Zwischenstand. Ja, wir hätten auch gehofft, dass wir nicht zwei Jahre beim Blauen Wunder dort eine Unterbrechung der Bauarbeiten hatten. Wir waren ja im Mittelteil sozusagen vorangekommen, haben ja dann auch 13 Millionen Fördermittel bekommen, die ja auch zeitlich gebunden sind und wollen 2025, und davon gehen wir jetzt aus, sozusagen auch weitermachen. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das können. Die entsprechenden Rahmennotwendigkeiten haushalterisch sind zum jetzigen Arbeitsstandhaushalt berücksichtigt und würden dann sozusagen anders als ursprünglich geplant nicht mit der Blasewitzer Seite sozusagen, sondern mit der Loschwitzer Seite weitermachen, um dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen, was ja im Wesentlichen Korrosionsschutz ist und Stahlbaumaßnahmen. Aber auch das haben wir ja an verschiedenen Stellen im Bauausschuss schon gesagt, das ist ein Thema, was uns dieses Jahrzehnt noch beschäftigen wird, weil wir müssen auch noch an die Brückenlage ran und. Also es sind mehrere Bauetappen, die notwendig sind, und ich hoffe sehr, nachdem es ja wirklich mit dem Kraftakt auch gelungen ist, dort Fördermittel zu bekommen, dass wir jetzt wirklich im nächsten Jahr weitermachen können. Denn das ist nicht vergleichbar mit den Spannbetonbrücken, ich denke, das ist offenkundig, aber der Zustand des Bauwerks, der ist schlecht. Und auch hier muss man sagen, dass sich die Sanierung eben auch aufgrund der finanziellen Situation nach hinten gezogen hatte und es dann erst gelungen ist, und dafür habe ich mich ja persönlich eingesetzt, dass wir diese Fördermittel bekommen, und dann konnten wir loslegen. Und dann, wie gesagt, dieser Streit vor der Vergabekammer, der uns da ziemlich brutal ausgebremst hat. Wir hoffen aber eben und sind zuversichtlich, dass wir jetzt wirklich 25 wieder starten können, um dort weiterzukommen. So, als nächste Wortmeldung Herr Lorek, dann Herr Genschmer. Ja, meine Herrschaft, nur eine kleine Klarstellung. Ich habe nicht geschrien, das wäre lauter gewesen. Ich muss eine meiner Fragen wiederholen. Wir hören also, die Brücke bekommt bei der turnusmäßigen Prüfung die Note 3,4 von 4. Es werden Risse festgestellt, die genaue Breite konnte man mir nicht sagen. Und es gab schon Zeitungsartikel, die Jahre zuvor von der Möglichkeit eines Einsturzes der Brücke gesprochen haben. Den Volljuristen im Raum wird hier sofort der Paragraph 319 Strafgesetzbuch einfallen. Baugefährdung. Und Baugefährdung hat einen verdammt großen Strafrahmen. Das heißt, die Klärung, was hier falsch gelaufen ist, kann unter Umständen nicht hier im Saal oder vor einer unabhängigen Kommission, sondern vor dem Landgericht stattfinden. Deswegen nochmal meine Frage an den Herrn Kühn. Wann treten Sie zurück? Wir sind jetzt hier nie bei einer politischen Bewertung und auch jetzt nie in der Debatte, sondern es sind Fragen, die zur Fachlichkeit jetzt hier beitragen. Deswegen würde ich da jetzt auf eine Beantwortung hier verzichten, sondern wir werden das ordnungsgemäß aufarbeiten und gucken, sind Fehler passiert, wo sind Fehler passiert oder sind eben auch entsprechende Prüfzyklen nicht ausreichend in den deutschen Vorschriften. Alle die Thematiken werden zu debattieren sein und das werden wir auch tun. So, jetzt Herr Genschmer als nächstes und dann Frau Kempe-Gebhardt. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich bitte gleich und nochmal gerade in dieser aktuellen Situation, dass die vielen gerichteten Fragen im Nachhinein wirklich schriftlich beantwortet werden, weil wir haben ja, das fing bei Herrn Böhm an, relative leere Sätze erfahren und die eigenen Fragen wurden und konnten vielleicht auch nicht komplett beantwortet werden. Wie mein Fraktionsvorsitzender Herr Zastrow schon gesagt hat, gibt es natürlich viel Informationen, die wahrscheinlich jeden Stadtrat, jeder Stadträtin zugekommen aus der Verwaltung von Verkehrsbetrieben. Daraus ergeben sich für mich ein paar Fragen, auch was die Fachleute gesagt haben. Gab es konkret vor dem Einsturz schon Probleme mit den Pfeilern der Brücke? Das ist für mich eine Frage, die ich hier ganz konkret stellen möchte. Entweder kann sie gleich beantwortet werden, dann bitte schriftlich. Dann möchte ich gerne wissen, ob die Statik der Brücke ausgelegt war
für die 58 Tonnen schweren Straßenbahn und gab es Anweisungen für die, Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer, dass nur eine Bahn die Brücke überqueren durfte. Und dann die letzte Frage, die ich habe, war denn in der Prüfphase in den letzten Jahren immer alle Unterlagen der Brücke vorhanden, unter anderem die Spannbücher der Brücke, war das immer alles greifbar? Danke. Ich würde hier drum bitten, genauso wie ich es bei Herrn Böhm gebeten habe, dass diese Fragen auf dem kurzen Weg elektronisch uns übermittelt werden. Dann können wir zwischenzeitlich dann bis zur Bauausschusssitzung die Fragen versuchen zu beantworten. So, und ich hoffe mal dann zum Abschluss der Fragerunde jetzt dazu, aber es ist ja auch ein außerordentlich wichtiges Thema, was uns alle bewegt, Frau Kempe-Gebhardt. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal auf die Fragen von Herrn Böhm noch mal nachhaken, und zwar zur Nossener Brücke und zur Brücke auf der Königsbrücker Straße. Konkrete Fragen dazu, werden die beiden Brücken jetzt noch mal kurzfristig konkret untersucht? Punkt 1. Und Punkt 2, kann es sein, dass wir dann relativ zeitnah auch mit Brückensperrung bei den beiden rechnen müssten? Ich habe ja, vielen Dank für die Frage, Frau Kempe-Gebhardt. Ich habe ja gesagt, dass alle Brücken, die sich in einem schwierigen Zustand befinden, die also diese Brückennote 3 bekommen haben, rund um die Uhr gemonitort werden, überwacht werden. Das ist eben auch bei der Brücke über das Industriegelände der Fall. Sie müssen wissen, dass natürlich, um diese Brücke zu sanieren, erstmal die Verkehrsführung hergestellt wird. Das heißt, vom Ablauf her, dass zunächst die Magazinstraße als Umleitungsstrecke ertüchtigt wird. Das ist für nächstes Jahr geplant. Und dann die Brücke Fabrice-Straße, weil ich ja dann sozusagen erst in der Lage versetzt werde, die Industriestraßenbrücke zu sanieren. Und insofern gibt es dort ein abgestimmtes Bauregime, beziehungsweise die Abstimmungen laufen noch intensiv mit der Deutschen Bahn AG, weil das zum Beispiel unter anderem Sperrpausen bedeutet für die Eisenbahn, also die Deutsche Bahn AG. Und insofern müssen die, wer sich mit dem Thema ein bisschen genauer befasst, ja teilweise 3 Jahre und eher angemeldet werden. Insofern ist es ein ganz enges, abgestimmtes zeitliches Regime, um dort die Brückensanierung, da reden wir über Ersatzneubauten, hatte ich ja gesagt, vorzunehmen. Und die Frage, die de facto Herr Dr. Debbe schon gestellt hat, ob jetzt angesichts der Ereignisse nochmal weitere Prüfungen vorgenommen werden, die Frage nehme ich eben, wie gesagt, in die Abteilung mit, und ich gehe davon aus, dass ich dann am Mittwoch da nochmal eine Einschätzung im Bauausschuss geben kann. Wir gucken mal, dass wir im Bauausschuss auch die Ingenieurbüros, die dort eingebunden sind, mit in den Bauausschuss holen können, dass die da nochmal Rede und Antwort stehen können. Das ist, denke ich, vom Erkenntnisgewinn sicherlich hilfreich. Ne? So, an dieser Stelle würde ich jetzt mal den Tagesordnungspunkt 1, Bericht des Oberbürgermeisters, beenden. Mich nochmal herzlich bedanken bei Ihnen, dass wir diese ungewöhnliche Form wählen durften, aber es sind auch ungewöhnliche Ereignisse, die es erfordern, dass Sie auch auf dem aktuellen Stand der Informationen sind. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen wird uns das weiter sehr, sehr stark beschäftigen, insbesondere zunächst erstmal mit der Sicherung der Stadt vor einem möglichen Hochwasserereignis. Damit kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde der Mitglieder des